Sascha, bring mal noch einen kleinen Stuhl. Ja, hier fehlt noch ein so Stuhl. Sieht so aus, ob es Geburtstag ist. Ja, ob jemand Geburtstag hat. Lukas, komm mal. Oh, eine Wasche. Ich mach eine Wasche. So. Das bin ich. Sie sehen mich nicht. Hallo. Ja, unser Spaßmacher. Lukas, hast du schon wieder alles gehabt? Nee, das schmeckt gut. Ach, der Stuhl schmeckt gut. Na gut, wenn du meinst. Weil das ist nämlich auf Papier. Ah ja. So, dann kommt rein. Komm die anderen bitte auf. Das mache ich echt immer in der Nacht. Weil ich im Bett bin, tue ich bloß so am Rand lang. Was? Wie ein Biber. Das mache ich immer. Schnell im Nebenzimmer. Ja, schneller. Guck mal, ich habe geschenkt. Wir machen es später. Fertig. Ja. Ich weiß nicht, wer soll ab. Moment, Cenk. Wer soll alles sitzen? Cenk hat es gesagt. Wer sagt? Lukas, Paul, Alex, Michael. Michael sitzt hier schon. Also er darf auch. Ja. Gut. Ich darf noch ein Wie bitte? Schau. Darf ich noch ein Kind? Ja, zwei. Schau, zwei hast du noch Plätze. Paul und Nikola. Die dürfen alle bei dir sitzen. Und jetzt noch nicht. Sekunde, ich komm vor. Dann kriegst du heute nach Hause an Nico und mir vom Bord. Weißt du, was ich da gesehen habe? Ich komm aus. Wohin? Schön, schön. So. Jetzt muss ich erstmal schauen. Wo wollt ihr sitzen? Da sind noch drei Plätze. Schaut mal. Wollt ihr da zusammen sitzen? Wo wollt ihr drei hier sitzen? Franziska und ihr. Ja, ihr geht gleich los. Wer wählt uns denn jetzt noch? Nikola. Und Nikola. Philipp. Und Philipp. Also, sollte ich jetzt noch. Hey, einen Tanz. Und der ist nur für dich.
Und jetzt werde ich mal die ganze Ballettgruppe oder Tanzgruppe, wie wir sie auch immer nennen wollen, mal rufen. Und es haben wir. Also, und jetzt sag, was los ist, wer kommt? Die Spanske! Jawohl! Wow! Moment! Also wir warten. Ihr müsst beginnen. Ihr seid verantwortlich. Wir sind die Gäste jetzt. Wer macht an? Ja, es ist schon an. Always right behind me, and we know that you can go and find some.
wollen da mal noch. Also. Ui, aber kommt ungünstig. Freitags. Ja, kommt rein. Um 4 ist dann immer günstig. Also Freitags sind wieder um 4 oder um 2. Das haben Sie bestimmt vergessen, aber das ist meistens die erste Zeit. Also Sie haben gesagt, wenn man Freitag immer ein bisschen was anderes machen kann. Und da ist es, aber Sie müssen Sie jetzt fragen, wenn Sie unbedingt mitgehen will und mit Spiele machen, geht es, dass Sie nochmal um 4 kommen? Willst du noch ein bisschen bleiben? Ja. Können Sie nochmal um 4 kommen? Ja. Kurz vor 4, zu 5 vor 4. Gut, prima. So, sind wir alle da? Gut. Also, ich sage es nochmal. Wir haben uns getroffen, Nicola. Warum? Weil Cheng seine Abschieds feiern. Ja, der Cheng sagt uns jetzt mal, wo gehst du wieder hin, Cheng? China. China. Kannst du uns ein bisschen was ganz kurz über. Bist du mal still? Warte mal, ja. Gut, du darfst ihn fragen. Bleibst du für immer? Erklär's mal. Du musst deine Frage richtig stellen. Bleibst du für immer? Bleibst du für immer oder kommst du wieder? Wo soll er für immer bleiben? In China. Du musst die Frage richten, damit du das richtig antworten kannst. Weiß ich nicht. Das weiß ich. Werden wir dann mal schauen. Cheng, ich habe auch eine Frage. In welcher Stadt lebst denn du in China? Ich weiß nicht. Bleib bitte, Cheng ist dran. Cheng ist der Hauptperson heute. Cheng, in welcher Stadt lebst du in China? Weißt du, wie sie heißt? Nein, du weißt sie. Aber Peking. Ich nicht. In Peking. Peking? Die Hauptstadt. Wohnst du in Peking? Nein. Jetzt fragen wir den Papa. Bilder gesehen und was gelesen, aber gesehen habe ich selbst auch noch nicht. Philipp? Ich weiß, dass in China die meisten Einwohner sind. Richtig. Aber weil es Russland das größte Land ist. Richtig. Da hast du vollkommen recht. Ja, und der Cheng, was machst du dann in China? Gehst du dann eventuell im Kindergarten? Nee. Oder? Wo gehst du hin? Schule. In die Schule. Und kommst du da auch in die zweite Klasse dort? Ja. Ja, oder überspringst du eine Klasse, weil du so klug bist und gehst dann gleich in die dritte Klasse? Nein. Glaubst du nicht. Prima. Also Cheng geht dort auch in die zweite Klasse. Und jetzt werden natürlich die Kinder in China staunen, wenn der Cheng plötzlich Deutsch sprechen kann. Und wenn sie ihn angucken, oh, was sagst du? Nichts verstehen. Das wird eine ganz interessante Sache. Also ich glaube, dass der Cheng halt wirklich, dass es für ihn ganz, ganz interessant wird. So Cheng, wir haben hier ein kleines Abschiedsgeschenk, und Frau Karlert hat es für die Kinder mitgesorgt. Und dann haben wir aber noch etwas, und das kriegst du heute aber noch nicht. Das möchte ich mit den Kindern. Der Cheng ist ja noch ein paar Tage da. Ja, nächste Woche kommt er ja noch ein paar Tage. Da wollte ich den Cheng ein kleines Heftchen machen, da brauche ich euch dazu. Da habe ich einmal das Bild von der Schule. Dann müssten wir uns entweder selber reinmalen oder ihr bringt von euch ein Foto mit, das euch der Cheng in Erinnerung hat. Das ist nämlich ganz wichtig. Wenn man in einem Land gelebt hat und geht dann in sein eigenes Land wieder zurück, dann ist das mal sehr interessant. Spielt und sagt man, das war die Pauline. Die hat immer so gelacht beim Mittagessen. Und das ist der Philipp. Wegen dem musste ich mal Tischdienst machen und alles abräumen, weil sie nur nach vorne geschrieben hat. Und da steht ja die Brokal. Und die das ist die Steckbarband. Genau. Und das ist die Frau. Und die hat immer so geschimpft. Genau. Und da ist der. Bin ich und, selber, und dann immer sagt, schläfrig geworden. Genau, und dann sagt er, das hier, das sind meine besten Freunde gewesen. Mit denen bin ich in die Klasse gegangen. Das waren meine allerbesten Freunde. Und es ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass man so etwas hat. Das werden wir am Montag machen. Also Kinder, am Montag. Und der Cheng ist, glaube ich, am Montag, am Dienstag oder am Mittwoch. Und dann kriegst du das mit. Ganz einfach mit. Gut, also, Maika, was möchtest du? Du hast auch der Cheng hat noch eine Erinnerung an uns. Hat. Richtig, das ist ganz, ganz wichtig. Und dass er sich auch an uns daran erinnern kann. Also ich bin ja schon, muss ich ehrlich sagen, richtig, ich bin ja schon ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Lukas. Ich meine, Cheng, ob ihr, ich weiß nicht, was das ist, im All mit dem Flugzeug.
gratuliere dem Cheng nicht dazu, aber ich wünsche ihm jetzt was Nettes. Für die Zukunft, wenn er dann in Peking lebt mit seinen Eltern. Und ich würde einfach denken, ihr tut das dann auch. Das ist ja schön, wenn einen solche Wünsche begleiten, dass man sagt, ich wünsche dir, dass du viele Freunde findest. Und ich wünsche dir, dass er eine schöne Wohnung findet. Und ich wünsche dir, dass du eine tolle Lehrerin bekommst. Und so weiter. Also jeder denkt sich da einen kleinen Wunsch für den Cheng aus. Und ich denke einfach, der Cheng wird dann in China dran denken, oh, das hat mir die Antonia gewünscht, das ist ja wirklich eine Erfüllung gegangen. Also Cheng, ich wünsche dir, dass du... Also Paul, ich bei dir, das möchtest du. Freunde. Ich wünsche dir, dass du viele Freunde kriegst und dass du gut lernst. Ich wünsche dir, dass dir nichts passiert und dass du mal wieder zu mir kommst. Jetzt gibt es noch eine Überraschung. Die Kinder haben mich alle schon gefragt, diese Chips da, die auf dem Tisch stehen. Ja, sind die süß. Also ich habe sie heim schon gekostet, ich verrate nichts. Und am liebsten hätte ich mir die große Schüssel genommen und wäre in die Garderobe gegangen und dann hätte ich um 4 gleich wiedergekommen. Wäre mir schlecht gewesen. Weil, also mir schmeckt das ja ganz toll. Aber das ist etwas echt Chinesisches. Das hat ja Papa extra gemacht von dem Chip. Die Mama konnte leider nicht selbst gemacht. Weil die Mama ist ja Ärztin und arbeitet in Berlin. Und sie konnte jetzt nicht hierher kommen. Und natürlich, manche Papas können nicht so gut kochen wie Mamas. Und da hat der Papa auch gesagt, etwas mache ich. Und das hat er gemacht, diese Chips. Und jetzt sage mal, Cheng, wie heißen sie denn? Aus was sind sie denn? Weißt du, kannst du uns das erklären? Nein. Nein! Sag es mal, Papa. Ah, der Lukas braucht.
So, ihr dürft euch zu trinken nehmen, auch den Kuchen essen. Und Herr Cheng erklärt uns in der Zwischenzeit, was wir für Spiele machen möchten. Die Kinder sind schon ganz neugierig, Cheng. Was hast du dir auch? Verrate mal mit deinen Freunden. Schlag dann mal drei Spiele vor. Tigerball. Ja. Tigerball, was noch? Was noch? Isar springen? Das möchte ich nicht. Ich kann dir die Engel halten. Ich habe den Bein so verbunden. Ich bin so magisch. 10 von 3.
hatte hier so ein großes Bild, das habe ich, konnte ich genau noch hier hinhalten. So eine Schere. Philipp? Ja. So, komm bitte.